Das ist das Spiel, auf das alle gewartet haben, dem alle entgegengefiebert haben. Das wird ein absolutes Highlight. Bleiben Sie dran. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Fußballfreunde. Wir melden uns heute aus dem gegnerischen Olympiastadion in Berlin. Am Mikrofon sind natürlich auch heute wieder Rolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Die Gäste zuletzt mit offensiv richtig starken Auftritten. Zurzeit haben sie auch die meisten Tore in der Liga erzielt. Und das gibt natürlich für diese Partie jede Menge Selbstvertrauen. Und so werden es die Herthaner heute angehen. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Und so sieht sie aus, die Startelf von Eintracht Frankfurt. Sie greifen zum konventionellen Spiel. Spannende Geschichte, viel Betrieb im Sturm. Über außen, du hast es angesprochen, drei echte Stürmer, sieht man auch nicht mehr ganz so oft. Abwarten. Anstoß Hertha BSC. Senesi, da müssen sie aufpassen jetzt. Schiri, das muss er aber auch sehen. Ganz klares Abseits und damit die Torchance dahin. Matheus Cunha. Santiago Ascasiba. Senesi. Eduard Löwen. So, was machen Sie dort? Oh, das können wir ja. Frühes Tor, das wird interessant hier. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hat auch noch die Ruhe, ganz gut im Tor unterzubringen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Dominic Calvert-Lewin. Armin Younes. Fängt diesen Ball ab. Dominic Calvert-Lewin. Kann er was draus machen? Nicht der Ausgleich. Aber da müssen sie mehr ausmachen. Diese Chance haben sie fast verschenkt. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Was macht er draus? Jetzt vielleicht. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Aus kurzer Entfernung das Tor, da sehen wir es nochmal. Ja, das ist richtig, was genau wo der Ball hin muss. Besser kann es nicht. Das Tor jetzt nochmal. Eine andere Kamera eingefangen. Danke.
Matheus Cunha. Da wird er gestört. Santiago Ascasiba. Matheus Cunha. Milo Drašica. Er gibt das Foul und Freistoß. Er lässt die Karte noch mal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Nico Schulz. Gut und fair, das Tackling. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Gefährlich jetzt. Mit etwas weniger Power geht der rein. Sah mir ganz genauso aus, Wolf. Er versucht es mit ganz viel Kraft, aber nicht drin, das Ding. Charlie Taylor. Beim Ballbesitz ist Hertha bislang die klar bessere Mannschaft. Aber trotzdem weiter der Rückstand. Es gelingt ihnen einfach nicht, aus dem Ballbesitz auch mal Chancen zu kreieren. Da haben ich Gabe. Ist hier immer noch am Ball. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Dominic Calvert-Lewin. Den Ball kann er abfangen. Sieht vielversprechend aus. Ja, könnte was werden. Ja, geht gut dazwischen. Da können sie erstmal klären. Er kann es machen. Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Die Nummer 7, Milo Rašica. Und wenn Sie nicht aufpassen, dann wird das hier eine ganz bittere Nummer. Es steht schon 3:0. Klare Sache hier in der ersten Dreiviertelstunde. Sie haben die Partie, aber auch echt dominiert. Ja, das sieht man nicht so. Liegt schon deutlich vorne. Und wenn wir ehrlich sind, können Sie sich nur noch selbst schlagen. Klasse Spiel bisher von der Eintracht. So soll es natürlich aus Sicht der Frankfurter weitergehen. Rob Holding. Armin Younes. Milo Drašica. Jetzt der Ballverlust. Da stehen sie unter Druck. Platz für den Konter. Also seine Entscheidung ist ja mittlerweile bestätigt worden. Sein neuer Verein heißt FC Chelsea. Ach, ganz ehrlich, ich bin unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der ist richtig gut. Im Signal Iduna Park passiert. Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Tor. Santiago Ascasiba. Gefährlich! Santiago Ascasiba. Klasse Chance jetzt!
Mit dem Ball hat er gar keinen. Ares Elustondo. Da verlieren sie den Ball. Ich muss ganz offen sagen, mich überrascht dieser Zwischenstand noch immer ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass es ausgeglichen ist. Ja, aber so kann es gehen. Es gibt manchmal diese Spiele, da gelingt einem Team alles, dem anderen nichts. Das ist heute. Gute Ball. Das will er jetzt alleine machen. Unglaublich. Was war das denn? Hat ja gar nichts gestimmt. Sie wechseln aus. In der Bundesliga steht der Ball das nächste Spiel an für Hertha BSC. Dann geht es auswärts gegen Werder Bremen. Auf diese Partie freue ich mich ganz besonders. Also anhand der Gesänge kann man wohl davon ausgehen, dass die Fans grundsätzlich zufrieden sind mit ihrer Mannschaft. Da bin ich ganz bei dir, Wolf. Die Leistung der Mannschaft passt. Weg ist der Ball. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Ja, das könnte was werden jetzt. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Gefährliche Szene. Und der Ball abseits. Auswechseln bei Eintracht Frankfurt. Nicht mehr auf dem Platz. Die Nummer 7. Milot Rashica. Neu in der Partie, die Nummer 21, Maxi Gomez. Eduard Löwen. Sie holen sich den Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und die Flanke hat er. Das Spiel ist bald vorbei und wenn man ehrlich ist, war es eine einseitige Nummer. Hier dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Guter Vorstoß da jetzt. Macht er gut. Und er ist drin. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Die Nummer 8, Djibril Sow. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Dominic Calvert-Lewin und Ballverlust. So, 1 Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Das ist der Schlusspfiff.
Er wird heute im Mittelpunkt des Interesses stehen. Denn bei dem stehen 4 Tore aus den letzten 3 Spielen zu Buche. Kann er auch heute wieder treffen? Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Herzlich willkommen im Deutsche Bank Park, liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie herzlich zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie zusammen mit Frank Buschmann durch dieses Spiel begleiten. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Wir sind also in der Liga zu Gast, eine sehr reizvolle Partie, zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser die Saisonphase, da ist das so was wie ein Highlight. Die Stimmung ist die riesig. Nummer 16. Die Fans beider Teams hoffen heute natürlich auf ein tolles Spiel. Das wird ein tolles Spiel. Exzellente Teams, Spitzenspieler. Das wird ein Fußballfest, wie eigentlich immer, wenn sie diese tollen Offensivspieler gegenüberstehen. Die Nummer 27, Dani Da Costa. Und mit der Nummer 7, Milan Rakitić. Eintracht Frankfurt geht mit dieser Aufstellung ins Spiel. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. Sie sind bekannt für ihren enormen Druck, den sie immer wieder ausüben. Vielen Dank und ja, das macht sie so stark. Dafür brauchst du besondere Spieler, die haben sie, aber. Die Frage, schaffen Sie es, Lücken im Rückraum zu vermeiden? Die Frankfurter mit dem Anstoß, los geht's. Müller geht dazwischen. Coman. Ball für das Bayern München. Also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Kimmich. Oft ging es in den letzten Tagen in den Diskussionen um Javi Martinez. Er ist ja sozusagen auf Abschiedstournee. Er hört am Saisonende auf. Der Club hätte es gerne noch ausgezögert, aber so sieht's aus. Das Ende ist nah. Ah, Wolf, und den werden Sie hier noch vermissen. Den werden wir hier oben natürlich auch vermissen. Ein ganz wichtiger Spieler, ein brillanter Spieler. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Latte! Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassekeeper. Er geht in den Strafraum. Gute Aktion, Spiel raus. Nicht gut von Lewandowski. Harter Schuss, aber angenehm so. Knappe Angelegenheit. Also da hat wirklich nicht viel gefehlt. Sport.
ist im Verein am schönsten. Werden Sie doch Mitglied bei uns. Antragsformulare gibt es auf der Geschäftsstelle und online. Vielen Dank. Marc Rocker. Kim Pembe mit dem Ball. Tolles Tackling von ihm. Marc Rocker. Dani da Costa. Er kann es machen. Die Chance. Immer gefährlich. Frankfurt mit dem Tor. Schauen wir mal auf das Tor, da sehen wir, wenn man das irgendwie anders hätte geklärt werden können, konjunktiv, dann wäre die Situation gar nicht entstanden. Aber so passiert es dann doch. Zwei-Null steht es hier, sie machen einen guten Eindruck. Sané. Thomas Müller. Gut und fair das Tackling. Die Ballbesitzzahlen von Eintracht Frankfurt sind bisher in dieser Partie eher schwach. Das macht er gut. Ist es das? Der Pass stark gemacht. Sie legen nochmal einen drauf. Ganz stark. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Guter Vorstoß da jetzt. Die Bayern im Vorwärtsgang. Sein nächster Pass wird abgefangen. Tja, Buschi, sind wir ehrlich, das ist hier bislang alles andere als eine Glanzleistung in dieser ersten Hälfte. Wie ist deine Einschätzung? Die Bayern sind nicht zu ihrem Spiel, Wolf. Da fehlen die entscheidenden Prozente. Hier der Fehlpass, da die Unkonzentriertheit. Da muss sich auch der Trainer die Frage stellen, was da los ist. Was ist mit der Einstellung? Jetzt können sie den Ball reinbringen. Ball von Sané kommt nicht an. Sie machen schon sehr früh Druck. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Da ist jetzt Platz. Guter Einsatz von Leon Goretzka. Das Spiel läuft alles andere. Auf in den zweiten Durchgang. Die Bayern sehen sich in dieser Partie bislang einem Rückstand gegenüber. Neu auf dem Feld. Die Nummer 2, Lisandro Martinez. Weg ist der Ball. Ganz energisch. Macht er gut. Gefährliches Ziel. Das ist der Dreierpass. Der ist heute nicht zu halten. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck. Rechnet nicht jeder. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Armin Younes. Klasse Aktion, Ball ist weg. Milo Drašić. Oh, das könnte was werden. Doppelpass und da hat der Keeper überhaupt keine Chance. Das machen sie klasse, nutzen perfekt diese 2 gegen 1 Situation. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne und daher steht es mittlerweile 5-0.
Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Die Bayern scheinen jetzt einen Schritt weiter, was den nächsten Transfer-Coup angeht. Es kursiert zumindest schon mal eine erste Ablösesumme. Gibt aber nichts Offizielles bisher. Insofern sollten wir noch abwarten, wie sich die ganze Geschichte weiterentwickelt. Den Ball holt er sich. Jetzt sind sie am Ball. Er ist frei, da kann was draus werden. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Komm an. Guter Einsatz, er hat den Ball. Könnte gefährlich werden. Ballbesitz Bayern, es gibt Einwurf. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Die Bayern will den Ball verlieren. Philipp Kostic. Pascal Stenzel. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Kurze Entfernung das Tor, da sehen wir es nochmal. Ja, da macht er alles richtig. Ich weiß genau, wo der Ball hin muss. Besser kannst du den nicht machen. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Das wird heute wohl nichts mehr für Sie. Das Spiel ist fast vorbei. Freistoß jetzt für die Bayern. Gut vom Schiedsrichter. Er ermahnt den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie an für die Eintracht aus Frankfurt. Dann geht es zu Hause gegen Stuttgart. Auf die Partie freuen wir uns. Das könnte richtig gut werden. Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair. So weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Lewandowski fängt den Pass ab. Tabuschi, es sieht nach einer harten Niederlage aus. Wie ist deine Einschätzung? Der Angriff könnte was werden. Der ist nicht drin, Buschi, nicht drin. Also ich glaube, das versteht er selbst nicht. Der war sich zu sicher. Da fehlt die Konzentration. Werfen einen Blick auf die nächste Aufgabe von Bayern München. Es geht nicht. Oh, viel Platz jetzt. Guter Volley-Schuss. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Wir blicken noch mal kurz auf diesen Treffer. Erst die Flanke, dann macht er das super. Kommt perfekt hinter den Ball bei diesem Volley. Und der Keeper hat keine Chance. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Wieder so ein klasse Pass. Kein guter Zweikampf. Mühelos geht er da vorbei. Klasse Chance jetzt. Da kommt er raus und nimmt dem Angreifer den Ball ab. Sehr guter Einsatz. Genau richtig geteilt. Und es bleiben noch 5 Minuten. Sieht vielversprechend aus. Ja, das war abseits. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Komm an.
Der Ball geht auf Müller. Es gibt noch 2 Minuten Aufbau. Wird es geben. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieg geht heute also an. Latte! Aber